Dorf. Ja, wir sind am Stand von Marubis. Jetzt hätte ich bald gesagt, von der Firma Marubis. Das ist ja falsch. Stefan, grüß dich. Hallo Robert. Also für die Kamera muss ich sagen, wir haben jetzt uns eine gute Lösung einfallen lassen. Normal wird man jetzt euren Stand zeigen. Das geht aber nicht, weil ich keinen Kameramann habe. Und wichtig ist ja eigentlich, was du uns jetzt erzählst. Ich glaube, jeder, der auf Korallenriff liest oder allgemein auch im Netz unterwegs ist in Sachen Meerwasser, dürfte den Marubis e.V. kennen. Und ja, das ist jetzt 10 Jahre, ne? Ihr habt das 10-Jährige. Haben, morgen haben wir unser 10-jähriges Jubiläum. Ja. Ja, hat hier angefangen damals, warst du ja auch noch dabei. Ich war auch noch mit dabei, ja, Manuela auch noch. Ja. Ja, es ist entstanden, muss man vielleicht auch noch mal kurz Resümee passieren lassen. Eigentlich war es so, der Daniel Knob hat den Verein, den haben wir dann übernommen. Ja. Später dann wurde der aber im Prinzip aufgelöst und daraus ist dann später Marubis entstanden. Mehr oder minder, ja. Genau. Und man kann sagen, dass das Meerwasserforum Info oder Com halt auch einen großen Anteil daran hat, weil man damals überlegt hat, Mensch, wir wollen ein bisschen Qualität haben, deswegen soll es ein bisschen was kosten, haben aber auch überlegt, das Geld will keiner haben, das soll für einen guten Zweck sein. Und das war eigentlich der Anfangs-Ursprungsgedanke. Und du erzählst uns jetzt ein bisschen was, was ihr in den 10 Jahren mit Marubis eigentlich gemacht und erreicht habt. Weil ihr habt ja auch schon ein paar tolle Sachen bewegt. Und ich glaube, das wäre auch ganz interessant mal, ne? Ja, das zu hören. Auf jeden Fall. Also ich denke schon, es ist sowieso eine Leistung, einen Online-Verein überhaupt über 10 Jahre am Leben zu halten. Und was die Projekte angeht, haben wir eben aktiv selber kein Projekt, aber wir unterstützen einige Projekte. Am erfolgreichsten ist das Mangrovenaufforstungsprojekt in Indien mit der dortigen Organisation OMCA, was auch extrem erfolgreich ist und mittlerweile schon im 9. Jahr von uns gefördert wird, wo eben die örtliche Bevölkerung diese ganze Sache eigentlich mitträgt und auch eigentlich die ganze das Arbeit unterstützen, ne? Genau, die unterstützt es nicht nur, sondern die Pflanzen, die ziehen die Sämlinge hoch, die sammeln ein. Es werden dort in einem Center, was gebaut worden ist, werden die ganzen Leute geschult. Es wird aufgrund Nachhaltigkeit sehr viel mit Schülern gearbeitet. Also die ganze Jugend wird rangezogen an den Umweltgedanken und Naturschutz, um eben auch dieses Projekt oder den Sinn von Mangroven wieder nachhaltig den Leuten in den Vordergrund zu stellen. Genau. Ja, das wissen, jemand, der sich nicht mit dem Meer beschäftigt, weiß das wahrscheinlich nicht, dass Mangroven halt für Jungfische das Wichtigste und das A und O extrem. Also die Mangrovenwälder sind eigentlich die Kinderstube oder Kindergarten des Meeres. Ja. Überall, wo die Mangrovenwälder abgeholzt worden sind, mittlerweile bis zu 90% des gesamten weltweiten Bestandes ist fort. Da ist auch die Fischpopulation extrem zurückgegangen. Naja. Große Einbußen, wenn man jetzt nicht an unbedingt Aquaristik oder Zierfische denkt, sondern große Einbußen bei den Fischern. Also auch für die örtliche Bevölkerung, Nahrungsquelle, ist schlagartig zurückgegangen, abgesehen von Überfischung. Aber wenn ich die Kinderstuben wegnehme, wo sollen die Tiere denn wachsen? Naja, ist klar. Die Fische sind halt schutzlos, ne? werden halt mehr gefressen, als man eigentlich will. Dann kam damals die Problematik in 2001, der große Tsunami, der da unten ja große Verwüstung angerichtet hatte, hat auch die Bevölkerung gemerkt, oder auch die Regierung, da wo noch teilweise intakte Mangrovenwälder waren, war die Zerstörung minimal, bis gar nicht. Auf anderen, wo es nicht mehr war, da war mehr kaputt, Bilder, ne? Kennt man. Ja. Ja. Wart ihr schon mal, war einer von euch mal da und hat sich das angeguckt? Von uns selber nicht. Das ergeben? Das Projekt wurde ja gegründet damals von Deep Wave bzw. Dr. Ono Groß. Ja. Und der leider vor kurzem verstorben ist. Und er war selber unten. Da haben wir auch Bilder und alles, wo er selber damals ich glaube 2008, 2009 war das, hatte das selber alles dokumentiert. Und wir sind seitdem Deep Wave mehr oder minder das Projekt, die hatten halt einen bestimmten Zeitrahmen, wo sie es unterstützen. Und wir haben keinen Zeitrahmen, sondern eher als Dauerläufer, wo auch der Dr. Groß sehr froh drum war, dass wir es weiter fördern.
stehen wir jetzt in direktem Kontakt mit der Omka Foundation und Dr. Balaji. Ja, okay. Also und macht er das jetzt direkt? Genau, wir laufen also im Endeffekt 1:1 ohne irgendwelche Zwischenpositionen. Darf ich fragen, wie viel ihr da unterstützt finanziell? Was ist das für eine Summe, die ihr da überweisen könnt? Wir versuchen so jedes Jahr um die 5.000, bis zu 5.000 Euro haben wir festgeschrieben erstmal. Mehr wird wohl nicht, weil wir sind halt nur ein kleiner Verein. Ja, aber wer aber das sieht das und wer noch ein bisschen was über hat, geht mal auf Marubis e.V., das lässt sich googeln, kommt sofort die Seite und da lässt sich bestimmt auch was finden, wo man die Kontaktdaten findet und kann dann auch was hinspenden. Ich finde es eine gute Sache. Ja, und mittlerweile, ich glaube, Stand letztes Jahr wurden in den Jahren jetzt schon weit über 170.000 Mangroven-Setzlinge gezogen und gepflanzt und es ist einfach wirklich ein Brenner da unten. Also es funktioniert und das ist das Schöne. Oftmals funktionieren so Projekte nur sehr kurzfristig, aber da nicht. Da läuft ja, das nicht. Es könnten sicher auch andere eventuell in anderen Stellen auch mal da ein Beispiel dran nehmen, ja, weil es ist ja allgemein ein Problem, dass einfach zu viel abgeholzt wird und sich die Erde gar nicht mehr richtig erholen kann. Nein. Ja, leider. Das ist ein tolles Projekt. Das ist, wie gesagt, unser Dauerläufer. Seit 2 Jahren haben wir jetzt eine Kooperation mit Mare Mundi. Ja. Das ist ein Meeresschutzverein aus Österreich, der sehr aktiv im Mittelmeer ist, mit seinem ersten Vorsitzenden Dr. Robert Hofrichter. Der kommt morgen und hält einen Vortrag, oder übermorgen. Morgen kommt er, aber am Sonntag hält er. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch extrem. Ja. Und das war ein richtiger Glücksgriff, weil es ist für so einen kleinen Verein wie Marubis eben extrem schwer, im europäischen Raum Projekte zu finden, die man mit wenig Mitteln fördern kann, wo es auch Sinn macht. Ja. Die Problematik hat Mare Mundi auch und ist natürlich dankbar. Und da haben wir letztes Jahr ein Projekt gehabt, das hieß dann in der Schule am Meer. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, oder einen bestimmten Namen. Nee, auf jeden Fall ging es darum, sozial benachteiligten Jugendlichen den Naturschutz nahezubringen. In Form, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, auf die Insel Grieg zu fahren. Dort betreibt Mare Mundi Schule am Meer. Das ist nichts anderes wie, ja, wie eine Schule. Bei der Vita vom Robert Hofrichter habe ich das gelesen, dass er das macht da auf Krieg. Da haben die im Endeffekt, ich sag mal, 2 Wochen nicht Klassenfahrt gehabt, sondern wirklich auch Unterricht gehabt. Die haben Tauchkurs gehabt, Schnuppertauchkurs, die haben Riffe erkundet, Seegras erkundet, die haben halt alles, was an Becken mikroskopiert, hat, ne? Alles, was mit Meer zu tun hat, um den nicht nur den Kindern mal zu ermöglichen, aus ihrem Trott rauszukommen, sondern gleichzeitig auch Umweltschutz zu leben und zu erleben. Ja. Und das war wirklich sehr schön. Da hoffen wir, dass wir... Also das macht er jetzt auch seit 2 Jahren. Ja, sind wir da dran, dass wir da nochmal in Folge mal gucken, was wir mit Mare Mundi noch hinbekommen. Mhm. Und dieses Jahr haben wir ein Forschungsprojekt mit Mare Mundi, wo es um die Erforschung geht über den Rückgang von der Seegraswiesen in der Nordadria. Mhm. Weil da sind seit... Ja, die Seegraswiesen sind rückläufig. Und man möchte einfach mal schauen, warum das so ist, bevor man dran denken kann, ich sag mal, es zu versuchen, wieder anzusiedeln. Mhm. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich einfach Seegras irgendwo hinpacke, wenn ich nicht weiß, warum es weggegangen ist. Da läuft im Augenblick eine Doktorarbeit von 2 Doktoranden. Mhm. Und da denken wir, dass Mitte 2017 da Ergebnisse vorliegen. Genau, und dann geht er ins Medias Res. Dann wird Nelly mit Köpfen gemacht. Schauen wir mal, was wir aus dieser Forschung für die Natur gewinnen können. Ja. Vielleicht gibt es da wirklich die Möglichkeit, man bekommt raus, warum es passiert ist. Ist es nur ein menschlicher Faktor? Ist das ein anderer Faktor, die man eventuell reversibel benutzen kann? Ja, das ist normal. Wissenschaftler machen das sowieso so. Die müssen erst wissen, warum, bevor sie irgendwas machen können. Das ist nicht so wie oftmals, dass man erst handelt und dann denkt. Ja. Und auf der Messe hier macht er die übliche Beratung für jeden, der sich erstens für Meerwasser, das interessiert, was er macht. Genau. Und habt auch noch ein schönes Becken. Das sehen wir natürlich jetzt nicht, weil die Kamera feststeht, aber das ist nicht so schlimm. Das Becken sieht sehr ursprünglich aus. Die Geschichte dazu ist einfach, das ist das Becken, was wir jedes Jahr mit haben. Und ich habe letztes Jahr hatte ich einen lebenden Stein mit ein bisschen was drin, hat ein paar Algen reingeworfen, habe das Becken eigentlich hier abgebaut, daheim im Büro nur hingestellt, nichts mehr dran gemacht, Lampe drüber und dann ist es, sieht man leider nicht, dermaßen gewuchert. Und da sagte dann gestern ein Händler,
ist ja wie im Mittelmeer. Also was da dann so gewachsen ist, ohne Zutun, ist schon sehr interessant. Ja komm, das machen wir gleich. Da gehen wir nochmal schnell mit der Kamera jetzt drüber, dass wir das mal zeigen können. So. Es ist gar nicht so einfach. So. So, und das ist alles von alleine entstanden? Alles von alleine. Also die Algen, ja, es wurden ein paar reingeworfen, aber ich habe, wie gesagt, nichts an dem Becken gemacht. Nichts gepflegt, Wasser wird nichts kontrolliert oder so. Nur Wasser mal aufgefüllt. Und ja, daraus ist dann dieser kleine Urwald entstanden. Es war einfach hier abgebaut und wieder aufgebaut. Nach einem Jahr. Was, die Garnelen waren aber da drin jetzt? Nein, die habe ich mitgebracht. Die brauchen ja auch was zu fressen. Ja. Ja, die hast du mitgebracht, alles klar. Na super. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, wünsche euch eine gute Messe, viel Beratung und viele Leute, die Geld geben, danke, um die guten Ziele zu unterstützen. Das wäre sehr schön. Danke, Stefan, bis dann. Und Corinna auch. Macht's gut, ciao.